So, ich bin jetzt hier mit dem Konstantin. Ich würde direkt mal an dich weitergeben. Erzähl uns doch ein bisschen was zu deinem Projekt, was wir gerade gehört haben. Ja, das Projekt waren jetzt mehrere Klavierstücke von zwei Klavier-EPs, die ich mittlerweile veröffentlicht habe. Und der zweite Teil der Performance war so ein Rework von einem Klavierstück. Genau, und die zweite EP von mir ist jetzt heute herausgekommen, ist auch schon auf YouTube und so streambar und auf Bandcamp. Genau. Ja, ich darf sagen, herzlichen Glückwunsch. Also es ist wirklich ein ganz beeindruckendes Projekt, was du auf die Beine gestellt hast. Ich durfte ja gerade schon reinhören. Ich war wirklich sehr ergriffen, sehr emotional, wie du auch gespielt hast. Und es waren jetzt ja zwei Teile, wie du gesagt hast. Wie ist das Ganze entstanden, so im Entwicklungsprozess? Weil man ja wahrscheinlich sonst sich denkt, okay, ich mache eine EP oder ich mache dann halt vielleicht eine Performance-Installation. Wie war da so der Entstehungsprozess bei dir? Ja, also ich habe in den letzten Jahren sehr viel Klaviermusik komponiert und auch sehr viel aufgenommen. Deswegen habe ich jetzt sehr viel Material, das in den nächsten Monaten erscheinen wird als reine Klavier-EPs. Und der zweite Teil der Performance war sehr spontan, ist sehr spontan entstanden. Und zwar wollte ich eigentlich schon länger mehr Richtung Ambient Live-Performance gehen, mehr elektronische Elemente. Nicht nur akustisches Klavier, sondern eben ein bisschen weg von dem. Und erst letzte Woche habe ich herumgespielt mit den Aufnahmen und bin drauf gekommen, dass das verlangsamt sehr interessant klingt. Und ich habe auch schon sehr viel früher damit herumexperimentiert. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt die beste Gelegenheit, vor Publikum so eine Klangfläche mal vorzustellen. Das war sozusagen ein Experiment und ich wusste selber nicht wirklich, was dabei rauskommt, aber ja, ich bin ganz zufrieden eigentlich. Ja, ich glaube, das kannst du auch sein. Also ich hatte das Gefühl, alle im Raum waren sehr ergriffen und haben es wirklich sehr, sehr gut gefunden. Und an der Stelle kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch zum Projekt, zur Ausstellung, zur Performance. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir noch ganz, ganz viel von dir sehen und hören. Und auf jeden Fall bei Spotify einmal reinschauen, würde ich sagen, und folgen, downloaden, speichern in Playlists. Genau, ja, Passt. bitte. Supi, danke. Könnt gern noch ein bisschen weiter reinrücken, weil ihr sonst kein optimales Hörerlebnis habt. Ja gut, dann würde ich sagen, dann fangen wir an. Machen wir mal die Tür zu vielleicht vom Gange. Wenn vielleicht noch ein paar Leute kommen oder so, muss man dann wieder aufmachen. Ja, herzlichen Dank. Schön, schön, dass ihr, Sie alle gekommen sind. Zu Creativity Rules, jetzt im Showroom der FH Salzburg. Ich glaube, die meisten kennen diesen Raum. Sehr schön natürlich auch gerade bei diesem wunderbaren Wetter sich ins Dunkel zu begeben. Wir werden dann gleich anfangen. Herzlichen Dank mal an alle, die mitgeholfen haben, dass das überhaupt funktioniert hat. Also euch selber, bitte Applaus für euch selber. Danke auch natürlich an die Leute, die jetzt performen werden. In dem Fall fangen wir jetzt gleich an mit Konstantin Hemmetsberger, Become Lightning. Und es freut mich sehr, sehr, dass wir hier auch verschiedene Musikstile, verschiedene Klangerlebnisse euch Ihnen heute Abend bieten können. Es wird heute sehr lang gehen. Also das heißt, ich glaube 5, 6 Uhr in der Früh habe ich gehört. Es wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich super.
Und deshalb fangen wir mal ganz entspannt heute am Nachmittag an. Also herzlichen Applaus für Konstantin Hemmetsberger. Ja, hallo. Mein Name ist Konstantin Hemmetsberger. Ich mache Klaviermusik und elektronische Musik unter dem Namen Seekind. Heute wird meine zweite EP released namens Losses. Kann man sich auf YouTube anhören und auf Bandcamp und bald auf Spotify und allen möglichen anderen Streamingdiensten. Ich möchte gar nicht zu viel jetzt sagen, sondern einfach weiter Klavierstücke spielen. Genau, das Stück war jetzt von der ersten EP, die ist auch schon draußen auf YouTube zum Beispiel oder Spotify.
Und ja, viel Spaß mit der nächsten. Thank you.
Ja, danke, diese beiden Stücke auch zu hören auf dem neuen Album, der neuen EP. Jetzt noch ein unveröffentlichtes Stück, nur für euch. Ich hoffe, ihr seid alle etwas in Trauerstimmung, weil das Stück ist nicht sehr fröhlich. Thank you.
Ja, danke. Das wäre der erste Teil der Performance und jetzt gehen wir zu einem etwas anderen Teil über. Und zwar dieselbe Musik nur als Klangfläche inszeniert und mit elektronischen Elementen verfeinert. Viel Freude. Ich sah deinen Namen, Vater, in hellen Marmor gemeißelt. Vater, bist du nicht mehr? Und ich sank vor deinem Namen nieder, und ich verbarg mein Gesicht vor dir. Alles in Weiß ertrunken, ein beißender Geruch, der nach nichts roch, ein gleißender See, auf dem lebende Leichen trieben, ein kahlgeschorener Schädel, ein Blatt im Herbstwind, elektrischer Pulsschlag. Da war ich noch ein Kind, Vater. Durch die Nacht getrübten Auges, benommen wie im Traum. Durch die Nacht, ich ging voran wie im Traum, allein.
Dankeschön. Wer hat erkannt, das war das vorletzte Klavierstück nur auf 20 Minuten verlangsamt? Okay. Großartig wieder. Herzlichen Dank auch fürs Zuhören jetzt. Es geht jetzt weiter mit Haifa oben. Ich möchte aber vorher noch mal ganz was sagen, was mir sehr persönlich sehr wichtig ist. Audio-Fachbereich ist überall immer irgendwie dabei und so verbindet immer irgendwie und sind unfassbar coole Leute. Es macht wahnsinnig viel Spaß, hier zu sein. Ah, da werde ich gleich ganz emotional. Jetzt ganz im Ernst, also wunderbar, sehr schöne Arbeiten rauskommen, heuer großartige Sachen, sowohl im Master als auch im Bachelor und Leute, die sie entwickelt haben, wo sie ganz, ganz viel Neues ergeben hat, in Zusammenarbeit eben mit den anderen Fachbereichen, es ist schon echt eine große Sache, was da passiert. Herzlichen Dank an euch. Applaus